Dass Plastiktüten auch etwas Positives bewirken können, wurde am Mittwoch, dem 17. Februar 2021, bei einer Spendenübergabe an der Dülmener Marktapotheke deutlich. Also entstanden ist diese ganze Spendengeschichte vor 4 Jahren. Da sind wir der Empfehlung unseres Apothekerverbandes gefolgt, 10 Cent für eine Tüte von den Patienten zu erbitten, aus Umweltgründen und auch um die Patienten dazu zu bewegen, doch eine Tasche mitzubringen, sich nicht so viel Tüten geben zu lassen. Wir Dülmener Apotheken haben dann überlegt, dass wir die 10 Cent nicht für uns behalten möchten, wie es üblicherweise der Einzelhandel ja macht, sondern dass wir das in ein Spendendöschen stecken und jedes Jahr die Spende einem anderen Zweck zukommen lassen. Ein ganzes Jahr lang wurde in den Dülmener Apotheken für einen guten Zweck gesammelt. Die Idee, das Geld aus der Abgabe der von Plastiktüten weiterzugeben, wird schon seit ein paar Jahren umgesetzt, mit steigendem Erfolg. Es waren erfreulicherweise immer so um die 2.000 bis sogar 2.600 Euro. Wir waren alle sehr überrascht. Das ist natürlich nicht nur 10 Cent von der Tüte, sondern unsere Dülmener Kunden haben sehr großzügig gespendet, muss ich sagen. Und mit großer Freude. In diesem Jahr oder im Jahr 2020 sind insgesamt 2.500 Euro zusammengekommen. Das finde ich eine erstaunlich große Summe. Und ich habe die Freude, sie heute dem SKF übergeben zu dürfen. Die Verantwortlichen vom Frauen- und Kinderschutzhaus in Dülmen freuten sich über diese Spende. Das Aufgabenspektrum dieser Institution ist vielfältig. Besonders während der Corona-Pandemie mehren sich die Anfragen nach einer Beratung. Also erst einmal herzlichen Dank für die tolle Spende, die gesammelt worden ist von den ganzen Bürgern hier in Dülmen. Also ich freue mich wirklich riesig. Das Frauen- und Kinderschutzhaus hier in Dülmen, das nimmt Frauen ab 18 Jahren mit oder ohne Kinder auf, die von Gewalt betroffen oder bedroht sind. Das heißt, wir bieten ihnen Schutz und Zuflucht an und unterstützen sie, Lebensprobleme, gerade spezifisch der Gewalt, zu verarbeiten und zu lösen, um einen guten neuen Lebensweg starten zu können ohne Gewalt. Wir haben 6 hauptamtliche Mitarbeiter und aktuell 6 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen, die unsere Arbeit da tatkräftig unterstützen. Wir haben ganz viele verschiedene Fachbereiche. Einer davon ist das Frauen- und Kinderschutzhaus. Das hat ja Frau Schulz-Sicking gerade schon vorgestellt. Und da geht es darum, dass wir ein Klettergerüst anschaffen möchten, damit die Kinder, die ja nun gerade jetzt in dieser Zeit nicht so viel, ganz viel Bewegung haben, dass die dort auch durch das Klettergerüst viele Möglichkeiten im Frauenhaus haben, im Garten dort dann zu klettern und auch ihre motorische Entwicklung dann weiter voranzubringen. Die Dülmener Apotheken haben bereits wieder mit einer neuen Sammlung begonnen. Die ersten Scheine wurden schon abgegeben. Die Apotheken hoffen, auch im nächsten Jahr wieder eine größere Summe für einen guten Zweck spenden zu können.